Die glitzernde Weihnachtsdekoration schmückt Tische, Regale und gemütliche Ecken in eurem Heim. Eine Kerze ist mittig in dem Perlenkranz dekoriert, der mit Marabou-Federn umrandet ist. Die Bastelarbeit ist einfach und schnell herzustellen. Für diese Weihnachtsdeko benötigt ihr folgende Materialien: einen Styropor-Halbkranz mit dem Außendurchmesser von 20 cm, eine dicke Pappe mit einem Durchmesser von 20 cm und eine silberfarbene mit einem Durchmesser von 16 cm. Eine Kerze, die hat einen Durchmesser von 8 cm. Dann eine Perlenkette, ich habe hier 10 Meter, die Perlen sind 8 mm groß. Alufolie, dann Marabou-Federn, die sind hier vorne so schön flauschig. Ein Alleskleber, eine Schere und ein Heißkleber. So, zunächst klebe ich auf diesen Kreis hier rundherum die Federn auf. Und zwar so, dass immer so zwei Drittel der Feder übersteht. Die klebe ich alle nebeneinander. So, ich habe das schon mal hier vorbereitet, dann kann ich diese mal wegpacken, dann zeige ich euch das. So sieht der beklebte Kranz aus. Für das Mittelteil setze ich den Silberkranz genau in die Mitte, weil dieses Stück nachher durch den Kranz auch durchscheint. So. Das hätten wir schon mal soweit vorbereitet. Der nächste Schritt ist, ich nehme den Styropor-Halbkranz und wickle ihn vollständig mit der Folie ein. Die Perlenkette klebe ich nun so rundherum und immer weiter bis zum Innenteil auf. So kann ich die nicht so gut kleben, weil sich der Kranz nach innen immer verjüngt. So, die erste Reihe habe ich geklebt. Ich gebe hier Heißkleber auf, immer so stückweise und drücke die Perlen an. Soweit habe ich den Kranz jetzt schon beklebt. Ich wollte euch sagen, es sieht schön aus, wenn man die Perlen in diese Zwischenräume immer wieder einsetzt. So sieht mein fertiger Kranz aus. Den drehe ich jetzt mal um, trage hier rundherum Klebstoff auf. Und positioniere ihn mittig auf die Federn. Dann bestreiche ich die Kerze mit dem Heißkleber. Das Wachs schmilzt ein wenig. Dann klebe ich die mitten in den Kranz hinein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.